Flixtrain Einführung. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb einer Flixtrain BR-193 Vectron-Lokomotive geführt. Jawohl. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Genau, und damit stellen Sie zuerst den Hauptschlüssel auf 1. Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier vom Trainingscenter zu unserer allerersten kleinen Fahrt hier im Flixtrain. Keine Sorge, eine große, lange Fahrt auf Frankfurt-Fulda wird dann auf jeden Fall folgen, vermutlich morgen. Heute erstmal das Tutorial, wie man den Flixtrain fährt. Mit dazu geliefert werden die Flixtrain-Wagen. Den Flixtrain bekommt man in der Deluxe Edition oder man kann den Flixtrain vermutlich einzeln auch als Lok-DLC kaufen. Dafür braucht man auch nicht unbedingt Frankfurt-Fulda. Man kann den Flixtrain auch natürlich ohne eine Strecke kaufen. Allerdings im Fahrplan wird er erstmal nur auf Frankfurt-Fulda eingesetzt werden. Wir steigen einfach mal ein in unsere Lok. Hier Flixtrain Vectron. Führerstand ist prinzipiell bekannt. Und rüsten einfach mal auf. Also was wir zuerst machen, beziehungsweise was wir vielleicht zuerst machen, ist, wir nehmen mal den Hauptschalter. Hauptschlüssel rein. So, jetzt nehmen wir erstmal den Hauptschalter raus und den Stromabnehmer runter. Jetzt tun wir mal so, als sei tatsächlich die Lok komplett abgebügelt, komplett aus. Und wir rüsten das Ganze so auf, als würden wir den aus der Abstellung herausfahren. Wobei die Batterie natürlich an dieser Stelle schon an ist. Die lassen wir jetzt auch einfach mal an. Und was wir dann hier machen, ist, wir heben zuerst den Stromabnehmer. So, Stromabnehmer ist oben. Wir sehen dann hier auf dem Bildschirm dieses Symbol, das zeigt uns an, dass der Hauptschalter noch aus ist. Dann müssen wir nämlich Folgendes machen, den Hauptschalter rein. Und dann sehen wir hier das durchgestrichene KN, Kilonewton. Und dann müssen wir noch die Zugsammelschiene einschalten. So. Lok ist da. Genau, jetzt hört man noch die Lok. Gerade eben hat man sie nicht gehört. Jetzt ist sie wieder am Leben. Hauptschlüssel ist schon eingeschaltet. Dann müssen wir als nächstes die Führerbremsventiltrennung aktivieren. Jetzt ist nämlich die Bremse zugeschaltet. Und als nächstes wählen wir den Fahrtrichtungswender bzw. die Fahrtrichtung aus. Und dazu klicken wir auf den Pfeil nach vorne, um halt eben nach vorne zu fahren, nach hinten, um nach hinten zu fahren. Das ist ganz klar. Dann der TSW will, dass wir die Lichter auf Fernlichter gedimmt stellen, warum auch immer. Das ist prinzipiell falsch. Wir stellen ihn auf Spitzensignale. Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Genau, Fahrgasttüren können wir öffnen, indem wir hier drauf drücken oder alternativ mit der Taste U. Na? Genau. Huch, jetzt habe ich die Türen aus Versehen schon wieder zugemacht. Das war ein bisschen sehr früh. Okay, hat noch gar nicht funktioniert. So, und jetzt gehen die Türen zu. Jawohl, Türen sind Zugang. Ich finde es auch übrigens sehr toll, diese neue Türanimation, die es halt eben gibt. Das sind ja nicht die gleichen Wagen, die mitgeliefert werden mit der Baureihe 101 und dem Intercity, sondern das ist ja ein komplett neues 3D-Modell. Huch, was ist denn hier? Kleines Lot-Problem. Genau, das sind ja nicht die gleichen Wagen wie die Intercity-Wagen, sondern das sind ja ehemalige Interregio-Wagen und die Türen gehen auch ganz anders auf. Wir gucken uns das Ganze einfach nochmal an, hier diese Animation, ich finde die nämlich sehr, sehr schön. Ja, sehr cool und auch von innen können wir uns das Ganze mal angucken. Kommen wir irgendwie da rein? Wie das von innen aussieht? Ah, hier ist jetzt leider eine unsichtbare Wand. Egal, das gucken wir uns auch mal im Spiel einfach mal an. Und jetzt machen wir die Türen zu. Ja, also gefällt mir sehr die Türanimation. Sehr, sehr cool. Auch der Innenraum der Flixtrain-Wagen kennen wir hier. Oder kennt man so modernisierte Flixtrain-Wagen. Gibt es seit ein paar Jahren. Sind die unterwegs. Vorher waren das wirklich diese schönen, wundervollen alten Wagen. Bin ich auch früher mal mitgefahren. Aber jetzt halt eben in modernisiert. Was müssen wir als nächstes machen? Nur noch die Bremse lösen. Die direkte Bremse lösen wir auch.
Dann können wir, beziehungsweise wir ziehen nochmal kurz die Bremse an. Fahrschalter in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Ja, ja, ja. Dann machen wir noch Folgendes. Wir gehen hier einmal ins System rein. Hier seht ihr, hier können wir verschiedene Stromsysteme auswählen. Für Deutschland passen die 25 Kilovolt. Wir können natürlich auch hier runtergehen und für Österreich die 15 kV auswählen, wenn wir mit dem Flixtrain in Österreich fahren wollen würden. Ich weiß aber nicht, ob die Wagen ehrlicherweise für Österreich zugelassen sind. Das können wir uns direkt mal angucken. Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, die Wagen haben keine Österreich-Zulassung. Nee, Deutschland und Schweden tatsächlich. Genau. Dementsprechend hier die schwedischen 15 kV könnten wir auswählen, machen wir jetzt aber nicht. Denn wir bleiben ja hier in Deutschland. Dann gehen wir in die Quickbar rein und dann, wenn wir hier da drauf drücken auf die 1, dann können wir noch die AFB freigeben. AFB. 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 Und dann sehen wir dieses gelbe Viereck, das leuchtet hier auf. Und jetzt, wenn wir die AFB auf eine Geschwindigkeit einstellen, zum Beispiel auf 40 km/h, dann sehen wir, dass der Punkt sich auf 40 bewegt hat, leuchtet nach wie vor auf. Das heißt, die Geschwindigkeit ist voreingestellt, ist aber noch nicht wirksam. Jetzt müssen wir einfach nur noch vorne einmal draufdrücken, hier oben, zack, und bestätigen die Geschwindigkeit, sodass jetzt die Geschwindigkeit auch ausgewählt wird. Genau, ansonsten können wir auch noch in die Funktionen hineingehen und dann können wir uns noch die E-Bremskraft erhöhen auf 240 kN. Gehen einmal runter, Zugkraft auf 300 kN passt soweit, Oberstrom ist in Ordnung. PZB-Modus können wir hier umstellen, in diesem Fall ist der obere Modus der richtige. Zugart R ist ebenfalls in Ordnung und die Beleuchtung können wir dann hier mit der Taste 2 aktivieren. Dann haben auch unsere Fahrgäste Licht. Unter Kamera ist nichts zu finden, ansonsten unter Signalbild können wir dann hier noch die Signale an der Lok umstellen, beziehungsweise eben die Lichter. Dann können wir auch noch die PZB und die LZB mit Steuerung Enter einschalten. Alternativ geht das auch, müsste glaube ich hier sein, oder? Genau, da PZB und LZB, die SIFA lässt sich hier einschalten. Ansonsten muss man hier nichts weiter bedienen. Dann müssen wir eigentlich nur noch die Bremse lösen und Leistung aufschalten. Und auf geht's. Wir lassen jetzt mal die PZB aus, ja, wobei wir können sie eigentlich auch anlassen. Macht am Ende auch keinen Unterschied. Zugbeeinflussung. So, wir sehen, wir dürfen 160 fahren. Was machen wir also? Wir stellen die AFB hoch auf 160. So, 160 sind eingestellt. Die sind aber noch nicht, also die sind voreingestellt, aber die sind noch nicht wirksam. Ihr seht, bei 40 km/h hört die Lok auf, Leistung aufzuschalten. Was müssen wir also machen? Wir müssen noch einmal hier auf den AFB-Hebel oben drauf drücken, um das Ganze zu bestätigen. Und dann beschleunigen wir jetzt wieder, und zwar nämlich auf die 160 km/h. So, schalten wir da ein bisschen Leistung auf. Hier ist der kombinierte Leistungs- und Bremsfahrschalter. In diesem Bereich schalten wir Leistung auf, in diesem Bereich ist das Bremskraft. Wir können ansonsten auch noch hier die Scheibenwischer einstellen, hier unten, rechts vom Fahrpult, und links können wir noch die Klimaanlage umstellen. Nachdem Sie genau etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können Sie den Fahrschalter in die Ausposition bringen, um den Zug rollen zu lassen. Genau. Auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie das Führen... Sorry, dass ich die gute Dame da unterbrochen habe, aber ich finde das immer an dieser Stelle eigentlich ganz schön hier mit, wie das Trainingscenter aussieht. Bremsventil in den Bremsbereich bringen. Genau. Und dann ist jetzt unsere Aufgabe anzuhalten, aber wir können jetzt einfach mal ein bisschen fahren. Haben noch 1,4 Kilometer. Ja, das Ziel ist auf der anderen Seite. Können dann hier die Leistung runternehmen. Können hier mit der E-Bremse bremsen. Also verschleißfrei und direkt. Wir sehen auch hier auf dem Bildschirm, hier wird uns dann die Bremskraft angezeigt. Ich schalte nochmal ein bisschen Bremskraft auf. Und dann seht ihr,
wenn der Balken im gelben Bereich ist, dann ist es halt eben Bremskraft. Und wenn es der blaue Bereich ist, das seht ihr jetzt hier gleich, dann ist es eben Zugkraft. So. Sind noch einen Kilometer von unserem Ziel entfernt. Und wir schalten die Leistung komplett ab und bremsen rein. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bewegen. Ja, haben wir gemacht. So, mit 60 am Bahnsteigsanfang. Das passt doch ganz gut soweit. Und wir bremsen runter. Jawohl, das war's. Gute Arbeit. Dieser Zug ist zu einem sicheren Halt gelangt. Sie können jetzt die Steuerung für die Fahrgasttüren benutzen. Ja, genau. Wir machen die Türen dann nochmal auf. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges. Genau, damit sind wir alles durchgegangen und damit verabschiede ich mich von euch ganz herzlich. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat den einen oder anderen geholfen. Und ja, wir werden natürlich den Flixtrain Vectron, den Flixtron natürlich ausgiebig noch im laufenden Betrieb sehen. In den nächsten Videos. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.